massiv verstärkt seit wenigen Jahren das ZIP-2-Team. Und in diese Riege der Profis muss er erstmal reinkommen. Und das in diesem jungen Alter. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus die fantastische Journalistin Margit Laufer. Liebe Margit, nimm doch Platz. Darf ich fragen, ist dieser Blazer schon eine kleine versteckte Botschaft, was das eigene politische Wähler... Nein. Nein, nein, okay, nein. Nein, wie der uns immer unterstellt. Uns. Ich habe mir gedacht, das passt gut zu den Sesseln. Passt hervorragend. Ja. Aber was wählst du? Was darf ich dir einschränken? Wein. Wein. Ja, ich wähle Wein. Das will ich auch sagen. Ja. Ein Wein pur? Bitte. Sehr ist gern. Die Zeit im Bild, die Arbeit dort, das, was du dir vorgestellt hast? War es das, was du als Dreijährige schon wolltest? Das müssten wir meine Mutter fragen. Da wollte ich aber, glaube ich, ABBA-Sängerin werden. ABBA-Sängerin? Ja. Ich entnehme dem Dossier, dass du alle ABBA-Songs auswendig kannst? Natürlich, aber nur in Kindersprache. Wie, was heißt in Kindersprache? Na, so wie man halt Liedertexte kann als Kind. Wenn man kein Englisch nicht kann. Nicht Englisch, genau. Aber lass uns und doch so einen, singe ich sie bis heute. Lass uns doch einen mal durchexerzieren. The winner takes it all. Hast du das... The winner takes it all, the loser standing small. Wenn das der Text ist, ich kenne nur... Ach so. Ja, Kindersprache. Ah, Kindersprache. Aber du wurdest ja dann nicht ABBA-Sängerin. Heißt das, ist das für dich eine Riesenenttäuschung, was du heute bist? Nein. Ich freue mich sehr, das, was ich bin. Ja, absolut. Was soll das? Das sind zwei blöde Fragen hintereinander von dir. Naja, entschuldige, wenn du als Dreijährige ABBA-Sängerin werden willst und dann draufkommst, jetzt bin ich Zeit im Bildmoderatorin. Aber von mir gibt es immerhin noch kein Hologramm. Also so gesehen bin ich lieber ich, kein Hologramm. Ja, stimmt. Aber wird KI euch irgendwann ersetzen und da sitzt dann jemand, der so ähnlich ausschaut wie du und irgendeine Computerstimme quakt? Ich mache mir Sorgen, wenn ihr zuerst ersetzt werdet. Ja, das dann, glaube ich, sind wir die Nächsten. Das ist nicht mehr lang hin. Ja. Du bist wie alt jetzt, wenn ich fragen darf? 34. 34, das ist... Ich habe auch dem Dossier entnommen, du wolltest eigentlich Bäckerin oder Konditorin werden? Das war auch einmal eine Idee, ja. Aber es ist interessant, weil ich, das, glaube ich, würde Armin Wolf nicht sagen, oder? Also, ich weiß nicht, hast du ihn gefragt? Nein, aber das frage ich ihn jetzt das nächste Mal. Aber es ist ja schon ein relativer Unterschied, ob man sozusagen eine Torte macht oder Herrn Kickl in die Zange nimmt. Ja, das Spannende, ich finde... Also bist du sozusagen zufällig in diesen Beruf geraten oder entdeckt worden? Nein, ich habe Politikwissenschaft studiert, also es war die Richtung dann schon irgendwie gegeben. Aber dass ich Moderatorin geworden bin, das war dann doch eher zufällig. Oh ja. Weil plötzlich während des Studiums in Niederösterreich ein Job ausgeschrieben war, oder? Ja, genau. Also ich hatte einen Studienkollegen, der gesagt hat, wir suchen jemanden, der dieses ominöse ORF Assessment Center hat. Und das hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon. Und so bin ich nach Niederösterreich gekommen. Und dann hat irgendwie ein Schritt das nächste ergeben und plötzlich stand ich in einem Studio. Du bist Wienerin, du warst internationale Tänzerin. Und dann kommst du plötzlich, landest du im Landesstudio St. Pölten. Ja, vom 14. ist es nicht so weit nach St. Pölten. Aber war das tatsächlich in deinem Kopf auch Tänzerin zu nein. werden? Das nein, nein, nie. Wir haben hier einige schöne Bilder, die du uns zur Verfügung stellst. Ihr seid übrigens die Ersten, die das wissen. Ja, und jetzt weiß es die ganze Welt. Schau mal, hier, das ist Margit als Tänzerin. Da gibt es noch einige andere schöne Bilder. Du hast ja wirklich auch diese... ja. Ich hätte fast schuffig gesagt. Also in den Haaren. Genau, diese wahnsinnige Schminke. Wobei, da gar nicht so schlimm... Es gibt andere Fotos, da ist es noch viel, viel schlimmer, weil man muss so stark geschminkt sein, damit einen die Wertungsrichter in 30 Meter Entfernung immer noch sehen. Wirklich? Deswegen schminkt man sich die Augen extrem groß und ja, aber schauen die nicht, was man macht? Schauen die einem ins Gesicht die ganze Zeit? Oder? Ich hoffe schon, dass sie auch auf die Füße schauen, aber die Mimik spielt natürlich auch immer auf eine große Rolle. Auf die Füße schaut ihr im ZIP-2-Studio niemand? Da zum Beispiel. Ganz stark geschminkt. Ja, man erkennt dich gar nicht. Ist ja wahr. Ja, ist toll. Hast du diese Fotos in die Bewerbungsmappe für die ZIP-2 gegeben? Nein. Nein? Wie gesagt, ihr seid die Ersten, die das wissen. Ja. Du warst hier in einem Formationstanz, also es war so ein Verein. Genau. Und ihr habt um die Staatsmeisterschaft getanzt und auch, du hast gesagt, wir sind so gut, wenn wir nicht gewinnen, höre ich sofort mit dem Tanzen auf. Nein, ich habe damals, also es gab damals einen Punkt, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt nicht Staatsmeister werden, dann höre ich auf. Wir sind nicht Staatsmeister geworden, ich habe aufgehört. Du bist aus Frust ZIP-Moderatorin.
Sehr gut kombiniert. Nein, aber mit Tanzen kann man auch in Österreich, außer man macht als Profitänzer bei Dancing Stars mit, kein Geld verdienen. Hast du von Dancing Stars schon ein Angebot bekommen? Nein, und ich würde auch ablehnen. Warum? Wirklich? Aber du kriegst jetzt sicher eins, das sage ich dir. Ich kenne so viele Leute, die dort mitmachen. Meine ehemaligen Trainer sind dort, ehemalige Konkurrenten. Aber ich schwöre dir, du würdest das gewinnen. Das glaube ich eben nicht. Doch, ich glaube schon. Aber ich würde nur mitmachen, wenn ich gewinne, und deswegen mache ich nicht mit. Bist du so erfolgsgeil, dass du, wenn du nicht gewinnst, wurscht, dann nicht? Na, es muss schon ein Ziel sein, zu gewinnen. Ja, absolut. Ist nicht jeder so ein Loser wie du, Stefan? Machst du womit, um Letzter zu werden? Was? Dir ist es... Machst du womit, um Letzter zu werden? Ja, mach du oft. Ja, offensichtlich ja. Offensichtlich. Mach du oft. Aber ich meine, es muss ja auch jemanden geben, der Letzter wird. Ja, eben. Lass uns über die ZIP 2 reden. Wie gehst du mit diesem Live-Druck um, wenn du einen Politiker hast, den du wirklich tough und hart interviewst? Ist das so, dass du vor diesem Interview vor Nervosität kaum mehr reden kannst, oder gehst du da ganz souverän in die Sache rein? Also nicht reden kann ich nicht, das passiert nie, dass ich nicht reden kann. Aber es gibt schon Interviews, da bin ich nervöser, und es gibt Interviews, die sehe ich lockerer. Wen siehst du lockerer und wen siehst du nervöser als Gegenüber? Genau, fragen wir mal, sag mal von 1 bis 10. Wenn Nehammer käme, 10 wäre das Nervöseste, 1 ist das... Wobei nervös ist auch das falsche Wort, es ist seine positive Aufgeregtheit. Okay. Ja. 10 ist positiv aufgeregt. Es ist nicht, dass mir die Knie schlottern vor Angst. Bei keinem? Nein. Kickel? Nein. Redest du lieber mit Nehammer oder lieber mit Kickel? Ich rede mit jedem gerne. Mit jedem? Ja. Gerne? Ja, mit mir. Nein, wirklich. Ja. Wirklich? Ja. Gibt es bei euch jemanden, den ihr da nicht sitzen wollt? Nein. Eben. Das ist doch super, wenn man jemanden Fragen stellen kann und der aber sollte sie doch beantworten. Ja. Naja, noch nicht. Vielleicht müsst ihr nochmal einladen. Stimmt es, dass du auf einem Stockerl hinterm Pult stehst? Nicht mehr, weil ich sitze. Ja, eben. Auf einem höhenverstellbaren Sessel. Aber wann Sessel? Standest du auf dem Stockerl hinterm Pult? Niederösterreich heute. Wirklich? Ja. Bin auch einmal runtergefallen davon. Na, ja. Während der Live-Moderation. Es war nicht live, zum Glück nicht. Wir haben ein Interview voraufgezeichnet und ich habe einen Schritt auf die Seite gemacht und da war kein Stockerl mehr. Und wir haben uns wirklich bemüht, wirklich. Wir haben ja eine Redaktion, das sind fast 75 Menschen, die haben alle sich angeschaut, was es gibt von dir. Sie haben keinen Fehler gefunden, was sehr ungewöhnlich ist. Am ehesten etwas wurde uns dann gegeben. Einmal gab es ein Geräusch, das Frau Laufer ein bisschen aus der Fassung gebracht hat. Ganz kurz, eine Nanosekunde aus, hier sehen wir es. Tatsächlich keine erfreuliche Zukunft, trotz Etappensiegs der französischen Bauern. Und um die Reaktion der österreichischen Bauern auf die Proteste in mehreren europäischen Staaten geht es dann in der ZIP 3. Du hattest dich im Griff, es war kurz vor einem Lachanfall, weil dieses Es war wirklich kurz vor einem Fall. Die ganze nächste Moderation habe ich mich so zurückhalten müssen, dass ich nicht anfange zu lachen, weil das noch nachwirkt. Und ich habe gedacht, kommt jetzt noch einmal ein Schaf oder was? Aber hat dir das Geräusch gefallen? Oder verfolgt es dich in deinen Träumen? Ja, Albträume habe ich davon. Wirklich? Ja. Nein. Doch, man kann natürlich traumatisiert werden auch von sowas. Ne? War lustig? Ja, besser sowas passiert als was Schlimmeres. Ja. Soll nicht Schlimmeres als das passieren. Wenn nicht vom Sessel fall. Ja. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, Barack Obama sitzt dir gegenüber und du denkst plötzlich an dieses Schaf. Ja. Bringt einen das nicht aus dem Konzept? Vermutlich schon. Wir wollen dir da nichts einreden. Wir wollen jetzt nicht, dass quasi in dein Hirn implementieren. Aber das könnte dich dein Leben lang begleiten. Das ist richtig. Aber jetzt, wo ich das verknüpfe, denke ich dann nicht nur an das Schaf, sondern auch an dich. Ja. No. Wenn das sind die besten Freunde des Abends. Ja. Ich habe gelesen, dass Armin Wolf in einem Interview, glaube ich, gesagt hat, dass von all dem, wie man sich vorbereitet auf ein Gespräch, man nur 5% braucht. Würdest du dem recht geben? Ja, leider. Das heißt, wobei, leider, es ist ja auch für die eigene Sicherheit gut, mehr zu wissen, weil man weiß, man kann immer gut reagieren. Wie viel Recherche ist notwendig? Also wie viele Stunden verbringst du mit der Recherche für ein Interview? In der Den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Mhm. Das heißt, sobald ich weiß, wer der Gast ist, wer kommt, ja. Aber gibt es nicht auch sozusagen unwichtigere Gäste, für die man nur einen halben Tag Aufwand? Naja, ist ja so, oder? Ja, klar. Nein, denke ich nicht, weil jeder, selbst wenn eine Expertin oder ein Experte kommt, soll das Interview ja genauso interessant sein. Und da findet man vielleicht auch nach 2 Stunden Lesen noch einen interessanten Aspekt, den man vorher nicht gefunden hat. Von wem hast du dir vorbildmäßig was abgeschaut? Ich meine, das sind ja wirklich, Armin Wolf, Martin Thür. Ja, da gibt es genug zum Abschauen. Schaust du dir was ab oder ist es gefährlich, sich was abzuschauen, weil man dann den eigenen Stil nicht mehr entwickeln kann?
Ich glaube, wenn man sich von jedem ein bisschen was mitnimmt, dann kann man seinen eigenen Stil entwickeln. Ja. Und wer ist, wen findest du besser, Wolf oder Tür? Allgemeine Frage. Das beantworte ich nicht. Wen findet ihr besser? Ich finde beide fantastisch, muss ich sagen. Wirklich, für mich gibt es überhaupt nichts besser. Ich finde auch dich fantastisch. Es hat halt jeder seine eigene Art und ich finde, genau das macht ja die Sendung aus. Jeder hat seine eigene Art. Eigentlich wirken alle recht ähnlich gut. Na, es ist schon anders gut. Naja, aber es hat schon so ein gewisses, sehr, sehr harter Stil. Es ist ja nie sehr freundlich. Es hat schon was Verhörmäßiges. Naja. Das genieße ich ja. Das genieße ich. Ich weiß, dass du... Den Politikern gehört doch alles abgeräumt, diesen Leuten, oder? Also du bist ja, du bist natürlich nicht sehr freundlich als Interviewerin. Sondern du sprichst die Politiker natürlich auf ihre Fehler, auf ihr Versagen eher an. Also auf ihr. Das sollten wir bei jedem Interview in Zukunft anspielen. Ja. Das lockert das Ganze ein bisschen auf. Ja. Gut. Oder wenn die Antwort nicht gut genug ist, dann das scharf. Genau. Aber was ja das Schwierige ist, finde ich ein bisschen, dass du quasi damit umgehen musst, dass die Leute Plattitüden von sich geben. Mhm. Und zwar die immer gleichen Plattitüden und eine Information haben oder zwei, die sie ununterbrochen. Was kann man dagegen tun? Außer das scharf einzuspielen, meine ich. Naja, zum einen bis zu einer gewissen Weise ausreden lassen, weil man ja doch hofft, dass derjenige irgendwann einmal zum Punkt kommt. Aber wenn jemand schon anfängt mit... Lassen Sie mich vorher noch etwas anderes klarstellen. Dann weißt du schon. Ja. Dann weißt du schon, okay. Ja. Danke für die Frage, 5, 4, aber ich 3, möchte 3, vorher 1. die andere beantworten. Genau. Ja. Aber wär das denkbar, dass du dann so machst, so... Oh. Und was passiert eigentlich... Eher nicht, ich möchte höflich bleiben. Was passiert eigentlich, was der Zuseher gar nicht mitkriegt, wenn das Interview zu Ende ist und dann ein Beitrag kommt? Wie verabschiedest du dann den Politiker? Gibt es dann einen Handschlag? Gibt es Bussi-Bussi? Bussi-Bussi gibt es mit keinem. Das kann ich schon mal feststellen. Notwendige Distanz ist zu halten? Absolut. So, nein. Also aber Handschlag nicht, oder käme nicht in Ciao, Frage. Oder Wiedersehen? Kommt ganz drauf an, wie der andere reagiert. Kommt doch ein bisschen auf das Gespräch an. Es gibt durchaus Personen, die aufstehen und gehen. Ohne, also wortlos? Mhm. Ja. Sag sie nicht, muss sie auch nicht sagen. Muss sie nicht sagen. Hast du Angst, wenn Nehammer dir die Hand gäbe? Lass doch mal den... Naja. Nein, hätte ich keine Angst. Wo soll es noch hingehen? ZIP 2 ist der Olymp. Ich bleibe jetzt gern mal da, wo ich bin. Ja, aber dann kann ja nur mehr der Abstieg folgen, oder? Das ist die Gefahr. Deswegen bleibe ich jetzt mal gern da, wo ich bin. Man kann das ja in Wahrheit auch noch 40 Jahre machen, oder? Natürlich. Ja. Ja. Obwohl, wenn Kickl kommt, du weißt. Habt ihr denn noch was frei für mich? Es gibt gerne, sehr gerne. Stell mal, du bist doch schon so. Du was? Könntest doch. Der wohlverdiente Ruhestand. Ja? In Duisburg. Ja, ja. Du bist eine Tennisspielerin auch. Warst du beim Tennis auch so gut? Nein. Ja, da überhaupt nicht. Nein. Das verbindet dich nämlich, das Tennisspiel, mit unserem nächsten Gast. Ja, wir haben schon geredet. Habt ihr über Tennis geredet? Ja, ja. Aber ich habe gesagt, ich werde dann an Tobias Pötzelsberger vermitteln. Ja, weil Tobias spielt sehr gut. Hast du mit Tobias schon gespielt? Ja, habe ich schon gespielt. Und? Verloren. Ja, du hast verloren. Er ist sehr gut. Ja, ich habe verloren, aber der spielt ja wirklich exzessiv. Ja, aber spielt auch dreimal die Woche. Aber wie unhöflich von ihm zu gewinnen. Wieso? Ja, entschuldige, da kommt eine junge neue Kollegin und dann schlage ich die gleich am Tisch. Ja, aber schau, das ist dein Ansatz. Du bist ja immer dabei, um Letzter zu werden. Das ist bei uns ein bisschen anders. Das ist gut. Das ist die Überschrift für eine Stermann-Biografie. Ich bin dabei, um Letzter zu werden. Endlich haben wir den Titel. Das macht mich doch sympathisch.